Gib mir was Gutes. Enderman, Enderman! Schon immer ein Enderman sein. Es ist Enderman! Es ist Enderman! Es ist Zombie und ich sehe nicht mehr so gut, Logo. Irgendwas stimmt hier nicht. Später im Video seht ihr dann, was die Köpfe für Spezialeffekte geben. Es wird absolut lustig. Minecraft-Freunde halten fest zusammen. Freunde für ein Leben lang. Sie sind Minecraft-Freunde. Yeah. Logisch, say ho! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Freunde! Freunde! Junge! Ich habe erstmal das hier für dich, Gambo. Ein Geschenk. Ein Geschenk? Ich will auch ein Geschenk haben. Warte, Logo, ich bin hier. Oh, ich will auch ein. Hast du mich nicht. Boss, du hast mich nicht vergessen, oder? Du willst auch ein? Ja. Er hat mir einen geschuldet, weil er meinen kaputt gemacht hat. Ich hab Gambo sein mal kaputt gemacht. Aber ich. Was muss ich tun, damit ich auch einen bekomme? Ich tue alles. 2 Wochen kostenlos arbeiten. Warte mal, ich krieg Gehalt. Es ist der 16. Ah, warte mal, lass mich mal kurz nachrechnen, ob heute wirklich der 16. ist. Nein. Ich hab heute schon einen Strich dran gemacht. Das ist Cheating. Oh, jetzt muss ich einen Strich abziehen. Das kann ich ja nicht wissen. Hey, das kann ich doch nicht wissen. Meine Prämie, wir sind so kurz davor, bitte. Wir sind so kurz davor. Dann lass uns mal kurz ausrechnen, wie viel verdient man nochmal mit einer Doppelkiste Glas? Glas hat 4 Buchstaben. Also 4 mal 8, 5673. Dias, Alter, ich bin reich bald. Alter, ich glaube, das war ein Rechenfehler. Nein, das war richtig. Gib mir meine 5000 Dias. Und denk auch an meine Überstunden, ne? Ich habe Überstunden gemacht letztens. Wir gehen heute mal raus. Da war ich lang nicht mehr. Alle raus aus dem Labor. Komm, räum dein Geschenk gefälligst weg. Hast du überhaupt gelesen, was da drin stand? Für mein irgendwas, Gambo. Es ist dir so egal gewesen. Was, wann kriege ich denn, also ich will jetzt nicht drängeln, aber wann kriege ich denn mein Gehalt? Okay, eine Sekunde, wir müssen mir kurz noch Ryans Gehalt abrechnen. Apropos Gehalt, Logo. Das ist meine Miete nicht sagen. Ich hab da, warte ganz kurz, ich zieh dafür auch die Rüstung aus, damit jeder meinen Anzug sieht. Oh, ich von GG Holding. Logo und ich hatten da eine kleine Wette und der hat als Pfand die Hälfte von deinem Gehalt gelegt. Hä? Was? Das kannst du nicht machen! Und dadurch, dass er die Wette verloren hat, treibe ich meine Schulden jetzt ein. Nee. Also, ich hätte gerne. Ich kann mir dann bald keine Kleidung mehr leisten, da muss ich hier den ganzen Tag so laufen. Ja, aber das ist doch mein Geld! Das kannst du nicht in meinem Gehalt wetten! Nein, wie viele Dias sind das denn gewesen? Nie wieder Probleme mit dem Vieh. Wo sind beide? Oh, danke. Rein damit. Nein, er hat schon weggepackt, glaube ich. Nein! Junge. Er haut mich einfach weg, weil ich keine Rüstung anhab, du Dreckiger. Ja, das muss man mal nutzen, du trägst immer Rüstung. Ja, ich hab die aber anders schnell reingeschiftet. Alter, Junge. Warte. Der hatte viel mehr gerade, ich hab das gesehen. Gambo, wie viel Dias hattest du? Wie viel hast du denn bekommen? Nein, wie viel hast du bekommen? Also ganz ehrlich, ich werde wahrscheinlich mehr als du bekommen haben. Also du hast viel mehr bekommen. Wie viel hast du denn? Was ist dein normales Gehalt? Weil das Problem ist, Logo, wenn er sich sicher ist, droppt er halt einfach so ein Stack Dias. Und ich habe mir 10 gegeben. Bei dir war es noch aus wie 30 10, oder so. Für 10 stehe ich doch nicht auf. Wir hatten um einen Stack gewettet. Was? Ich dachte mir, ich Hälfte könnte. Von meinem Gehalt kriege ich da wenigstens mein volles Gehalt? Nee, du kriegst die nächsten 6 Wochen kein Gehalt mehr. Du musst okay, ja. Ich hab dafür das hier. Okay, das ist fair. Ey, was? Nein, das ist meiner! Was willst du machen, hä? Was willst du tun, hä? What's up, Homie? Ja, willst du PvP-Battle machen oder was? Komm, lass dich mich drauf ein. Wir spielen um den Dreizack. Okay. Aber dann unten in der Mine. Unten in der Quecksilbermine. Haben wir uns verstanden? Weit weg von den Villagern. Wer einen Villager während des Kampfes schlägt, ist disqualifiziert. Haben wir uns verstanden? Den Wetteinsatz bitte zu mir. Alle voll?
Boah, ich hab lange nicht mehr PvP gemacht. Jetzt regenerieren wir gerade noch. Dann 3, 2, 1, go! Nein. Ja, wahrscheinlich! Nein. Morphen ist verboten, Junge. Lava! Oh, oh, oh! Alter, macht der Schaden! Junge, was hab ich für schlechtes Equip? Ist dein Schild gerade gebrochen? Er hat weggeballt! Oh mein Gott, ich hab nicht mal einen Bogen, aber ich hab keinen Wasserheimer, kein Lava mehr. Ich bin 0,0 vorbereitet für sowas. Ja, das ist dein Problem. Warum hat Ryan das ganze Equipment? Hey, wo ist mein Schild? Mein Schild ist kaputt gegangen! Ich sterbe, Logo! Hilf mir! Boss, Hilfe! Ich gebe ihm viel mehr Hits, aber der hält viel mehr aus! Wow! Ja! Junge, wie viel Leben hast du noch? Ich hatte eben, als du weggepearlt bist, ein halbes Herz und jetzt hatte ich ein Herz. Nein! Doch. Boss, wir müssen doch mal über meine Quip reden. Meine Arbeitskleidung ist nicht so gut. So, dann hätte ich jetzt gerne einmal den Gambo-Spießer V2. Der hat viel mehr Hits kassiert. Ich verstehe das nicht. Okay, warte eine Sekunde. Der Boss regelt das. Dann einmal runter zum B1 zum Reparieren und dann können wir losmachen. Nein! Hör auf! Nicht springen! Nicht! Junge, du bist so ein Arsch, Gambo, wirklich! Gambo, wenn du das jetzt nochmal machst, wirklich, dann hast du den V2 nicht verdient. Stimmt, Ryan seiner ist ja jetzt dann der V3. Das ist widerlich. Aber du weißt doch, wie man sagt. Nein, hör auf. Widerlich statt wieder nicht. Nein, hör auf, mich da reinsetzen zu wollen. Stimmt, Ryan, reiß dich mal zusammen. Ich steh nicht mal neben dir. Ryan, bist du krank? Ja. Ist das schon seit letzter Woche? Moin, Leute, lass doch mal einen Logendaumen nach oben da. Stimmt, ich komme sogar krank zur Arbeit und trotzdem nur 10 Dias. Oh, Alter, du hast gerade einen Dreizack bekommen. Gambo-Spießer. Danke. Aber da ist keine Treue drauf. Oh. Danke, das hättest du mir eher sagen können. Wir haben heute nämlich noch Großes vor, auch wenn wir uns gerade eine gute Viertelstunde erstmal gegenseitig die Leviten gelesen haben. Ja, warte mal, auf welcher Seite seid ihr? Wie, auf welcher oben. Seite? Seid ihr oben wieder? Ja. Ja. Wie random. Wir gehen doch jetzt, wir verlassen das Labor, es ist Ausflugstag. Was? Ja. Der hört wirklich gar nicht zu, der Mann. So, wir müssen hinter den Berg. Hat jeder von euch Feuerwerksraketen? Guck mal, wie süß. Nein, pack das Schwert weg. Okay. Und zwar kann man ja von den Monstern die Köpfe bekommen, wenn man sie mit einem Charged Creeper wegklatscht. Deswegen habe ich hier natürlich schon viel vorbereitet. Hier verstreut, da vorne ist ein Enderman. Irgendwo hier ist ein Skelett. Gut, Skelett brauchen wir nicht, weil da habe ich schon in der Ancient City welche gefunden von den Skelettschädeln. Aber Zombie ist relativ interessant. Jetzt müssen wir nur rausbekommen, wie wir das am dümmsten hinbekommen, weil das mit den Creepern ist arschgefährlich. Also die ins Boot zu kriegen ist schon relativ einfach. Ich habe den Name-Tag gegeben, damit sie nicht despawnen. Gambo, ich habe es gerade noch gesagt, Gambo. Alter. Ja, ich wollte noch mal gucken, ob der auch funktioniert. Ich will mal testen. Oh Gott. Bau es nicht ab, ne, grab das Boot einfach. Echt? Ja. Grappen! Was war das denn? Aber warte, ich hab was in der Hand, deswegen. Warte. Ah. Ja, was ist mit die gleiche Taste? Ah ja, perfekt. Okay, aber ich glaube, er stirbt jetzt einfach an dem Blitzeinschlag, kann es sein? Ey, das killt mich gerade. Hat nicht geklappt. Ich hatte irgendwo noch Creeper. Ah, da unten, ja, da sind halt zwei in einem. Stück. Okay. Soll ich das Boot wegziehen? Ja, probier. Geh weg und sperr sonst einen wieder da rein. Jo, hat geklappt. Beide charged. Oh, hat's geklappt? Ja, es hat geklappt! Nice! Ich hab den Creeper-Kopf. Nice. Gut gemacht, Boss. Good job. Danke. Das kann wirklich nur Logo von GG Industries. Du kriegst GG keine Logo. Dias mehr. Lass stecken. So, der ist supercharged, oder? Ja. Wenn er jetzt Gambo in die Luft sprengt, vielleicht kriegen wir dann einen Gambo-Kopf. Ey, das können wir wirklich mal probieren. Hat einer ein Bett mit? Ja. Dann lass Gambo mal in einem Bett schlafen. Hier, Gambo. Warum denn ich? Leg dich schlafen jetzt! Warte, ich ziehe meine Rüstung mal aus. Das dauert zu lange, Gambo, schnell! Er will mich nicht. Ah, doch.
Ich glaube nicht, dass der was gedroppt hat. War hier nicht gerade noch ein Creeper? Lass doch so einen Wuschelkopf besorgen. Das geht nicht. Nicht? Oh, schade. Schauen, ob der Enderman vorne noch da ist. Ah, nee, der wird gestorben sein durch den Regen. Boah, jetzt nochmal einen Enderman zu hitten, wird im Regen ja eigentlich unmöglich. Ja, der ist weg. Gut, hier ist ein Zombie. Zwei Zombies. Hier ist ein Creeper. Ah, ja. Okay, warte, können wir vielleicht zwei mit Eimer ernten? Oh, das wäre gut. Warte, habe ich ein Schild, yo. Hat zwei gedroppt? Hat nicht geklappt, oder? Ja, hat zwei. Ah. Nee. Hat einen, hat einen. Ein bloß. Ein, oh. Schade. Den einen hat es vielleicht nicht direkt erwischt. Oder es kann auch nur einen vielleicht killen. Hä? Da ist gar kein Blitz eingeschlagen. Was regnet? Der Regen hört auf. Ah, okay. Was ist unsere Ausbeute? Zwei Köpfe. Zwei Zombie-Köpfe. Okay, ein Creeper-Kopf noch. Na, das passt ja. Schade, ich hätte gerne den Enderman. Oder wir können ja gucken, ob wir hier irgendwo einen Enderman rankriegen. Nee, wir kriegen keinen Creeper ins End, oder? Nee, ich glaube nicht. Und da muss der auch noch supercharged sein. Puh. Nee, kriegst du nicht. Ich hab auch nein. Ich hab einen. Boot? Nope. Wenn nicht, können wir das doch auch so machen, dass wir den in ein Boot packen und. Ach nee, das geht ja nicht. Schade, schade. Und das Boot bei jemand anders draufpacken, weil Gam und ich haben da nämlich so eine kranke Mechanik gefunden, dass man einfach damit rumfliegen kann. Ryan, dein Taxidienst ist jetzt noch effizienter dadurch. Man kann jemanden einfach ein Boot auf den Kopf packen und da können zwei Leute rein und die können dann einfach mitfliegen. Hey, hier ist einfach ein fahrender Händler. Was verkauft er denn? Pozzol, Sand? Sand? 8 Sand gegen 1 Markt? Oh mein Gott, das sind ja schon mal 16 Scheiben mindestens. Jungs, komm mir mal entgegen. Wo bist du? Hier im Boot? Lauf um das Boot. Ah, was? Okay, perfekt. Ryan, stell mal kurz dein Bett auf, bitte. Jo. Ein Hinterteil jetzt, ein Schwerthit. Ich weiß nicht, wie viel er halt aushält. Ich glaube 3, oder? Dann mach ich noch einen. Okay, jetzt das Boot wegnehmen. Oh! Ja! Cool. Let's go! Yeah! Yippie! Nein! Mein Bett! Wo ist dein Bett? Oh mein Gott, ich hab mich übel erschrocken. Ich dachte, irgendwas ist passiert. Du heulst wegen dem Bett. Ja, mein Bett! Mein Bett ist weg! Das war mein einziges Gelbes! Du hast es aufgesammelt. Nein. Für die Wissenschaft. Das kann nicht sein. Ich ersetze es dir. Das war dein einziges gelbes Bett? Ja, das habe ich gerade aus dem Dorf mitgenommen. Ja, komm, dann gehen wir jetzt zu Fuß. Aus dem Dorf? Junge, du hast ein Dorf geplündert. Die Armen. Für ein gelbes Bett, das war's. Warum sollten wir denn jetzt zu Fuß gehen? Na, weil wir hier noch ein paar Blümchen pflücken. Hä? Deswegen. Oh. 1, 2, 3. So. Reicht schon. Wir können zurück. Jetzt kann ich Ryan sein Bett machen. Was wollte ich jetzt machen? Du hast mich voll aus dem Konzept gebracht. Dann hör auf mich zu scammen. Ich hab dich nicht gescammt. Junge, Scammer suchen auf dem Minecraft-Freunde-Server. Jetzt reicht's mir. Ich zieh einen Tag ab. Nein, du hast heute. Ja, das ist ein Scam. Du hast heute schon einen Tag abgezogen. Ah, stimmt. Hat er gar nicht! Logo, lass dich nicht verarschen! Dann habe ich. Doch, hat er doch. Einen halben Tag. Wie? Wenn dich jetzt nicht zusammenreißt, zieh ich auch noch die andere Hälfte ab. Hey Leute, willkommen zum neuen Video. Heute suchen wir wieder Scammer auf dem Minecraft. Nein, pass auf, ich zeig dir. Glaube ich schon den ersten. Ich zeig dir, wie das geht. Moin Leute! Ich bin heute wieder unterwegs und werde einige von meinen Minecraft-Freunden scammen. So, also, wir haben einen Creeper, einen Skelettkopf, einen Zombie-Kopf und einen Enderman-Kopf. Okay, womit fangen wir an? Stell dich mal, einer muss sich hier vor den Spender stellen, ohne Helm. Oh. Dann würfeln wir random aus, welchen es gibt. Alle 4 Köpfe sind drin. Gib mir was Gutes, Enderman! Schon immer ein Enderman sein. Es ist Enderman! Es ist Zombie und ich sehe nicht mehr so gut, Logo. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh Mann, okay, Gammo. Stell dich hin. Okay, dann. Ey, das ist ultra nice. Nein! Ey, das ist unfair. Erstmal killt er mich, dann kriegt er Enderman. Das ist rigged hier. Okay. Meine Augen tun weh. Einer muss draufdrücken für mich. Ich drücke. Oh, ich hab Skelett, oder? Ja. Es ist einfach alles schwarz-weiß. Perfekt. Bei mir hat alles eine niedrigere Sättung.
Oh mein Gott. Sättung. Sättung. Niedrigere Cut. Sättigung. Keine Sorge, keine Sorge. Ich lasse es drinne, okay. Weil es ist schon lustig. Oh, Junge, was ist Enderman? Das schallert anders. Das ist ganz schlimm. Alter, aber ey, zieh das mal auf und guck dir erste Tage ohne Rechenfehlerschild an. Das sticht jetzt hervor. Yo! Das ist geil. Alter, das sieht richtig gruselig aus. Habt ihr Creeper mal geguckt? Nee. Junge Creeper, du siehst, das sieht richtig komisch aus. Die Farben sind invertiert. Digga, die Augen von den Villagern, Alter! Skelett passt auf jeden Fall. Alles schwarz-weiß und ich bin. Junge, Creeper sieht anders wild aus. Gib mir mal Skelett. Hier. Hä? Da siehst du alles aus meiner so Sicht. So lebt der Creeper? Yo, aber Creeper ist einfach mit Enderman lila. Ja. Guck dir mal die Augen von den Dorfbewohnern an. Ja, kein Wunder, dass der Enderman aggressiv wird, wenn er angeguckt wird, ne? Also bei den Augen würde ich auch ausrasten. Ich will nochmal Zombie. Ich will auch mal Creeper haben. Oh, Creeper? Creeper. Hier hast du Zombie. Oh, eigentlich müssen wir Flo in eine Maschine locken und ihm den Creeper-Kopf mit einem Fluch der Bindungszauber draufsetzen. Oh mein Gott. Creeper sieht anders wild aus. Creeper ist krass. Oh, warte mal, Zombie ist noch drin, aber ne? Das erinnert mich, ihr habt die Super Secret Settings Challenge in Bad Wars gemacht, oder? Ah, ich kenne aber die Super Secret Settings. Wer hat denn den Zombie-Kopf? Ja, ist der verschwunden? Das sieht ein bisschen so aus hier. Ich hab Zombie, hier. Ey, das ist ein ganz komischer Effekt. Ich sehe auf einmal auch aus wie ein Creeper. Oh nein! Was ist passiert? Oh mein Gott. Hilfe! Oh mein Gott, Blaui, wir müssen sofort... Nein. Hey, hör auf meinen Rucksack. Ich explodiere sonst. Nein, nicht hier bei den Villagern. Neben dem Villager. Komm, explodier doch. Jetzt habe ich die ganze Macht. Mehr Dias. Nein. Du kannst mich nicht erpressen. Dieser Effekt mit dem Zombie-Kopf ist so ganz komisch. Es ist wirklich so ein bisschen nicht mehr so gesättigt wie vorher, aber es wirkt auch so, als ob die Tiefenunschärfe irgendwie komisch ist. Junge, hier, das ist alles pink. Oh, ich will auch. Das sieht richtig cool aus. Hier, guck mal. Gambo, das ist grün. Oh. Wenn die nicht so schwer zu farmen wären, könnte man richtig viele davon farmen. Boah, das wäre schon cool im Labor. Kann man die... Nee, die kann man nicht duplizieren, ne? Schade. Nee, nur Items, die eine Haltbarkeit haben. Karotten. Wofür? GG-Karotten. Ich hab GG-Karotten. Ja, hier, klar. Lass mal 24 Stunden als Monster in der Stadt leben. Da, wo wahre Schätze hingehören. Rein, komm in meine Ender-Chest. Sofort. Okay. Rein da. Es geht nicht. Ja, warte, du musst die auch aufmachen. Junge. Ah, wartet mal. Ich hab noch ein Boot. Gambo? Ja? Auf zur Luke! Eingestiegen! Abfahrt! Taxi-Service. Kann sein, dass wir irgendwie schwerer sind und nicht mehr so schnell fliegen können. Kommt mir auch so vor. Das kann gut sein. Wir sind halt arschlangsam. Also wirklich, wir sind dieses Premium langsam gerade. Da ist mein Haus. Wow. Irgendwie fliege ich mit... Wir stürzen ab. Oh. Alter. Junge, wie viele Raketen hast du eigentlich? Nein. Hab's gefunden. Gambo und sein hässliches Boot. Nach Hause, los geht's. Das ist für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen Abend zu einer neuen Folge Minecraft-Freunde wieder. Bis dann, Leute, logisch. Haut rein und logisches Cheerio. Und Spaß.